steigt hinab, ihr stolzen, kummervollen Seelen, und fragt ihn, den steinernen König, in seinem Grame: Seid ihr ihm ähnlich? Er hat es euch gezeigt, ihr geächteten Königssöhne, und nur er, euer finsterer Ahn, kann euch das uralte Mysterium des Reiches verraten. Die Boote! Sie wenden um! Lauft, Pip, sie nach der Uhr! Zum ersten Mal geschah, was von nun an Tag für Tag fast geschehen sollte. Wir trafen auf Wale. Testego hatte sie zuerst gemeldet und sein Ruf weckte uns alle. Es war, als käme eine Maschine in Gang. Von den Toppen kamen die Gasten herunter. An ihrer Stadt enterten andere auf, die nicht mit ins Boot sollten. Die Boote wurden ausgeschwungen, die Großra herabgeholt. Wie drei Büschel Meerfenchel vom hohen Felsen hingen die Boote über dem Wasser, während außenbords die Männer an der Reling klar standen, in langer Reihe, bereit wie auf einem Kriegsschiff, wenn es zum Angriff geht. Da, im entscheidenden Augenblick, erklang ein Ruf, der unsere Blicke von den Walen abzog.